ziemlich gefreut an dieser Debatte, dass ich gemerkt habe, dass CSV ein großer Schritt auf der DDR halt zugegangen ist. Wir hatten an unserem Wahlprogramm, ein klares Bekenntnis für den Religionsunterricht an der Primärschule und am Lycée. Und wir haben festgestellt, dass der CSV halt einen wichtigen Schritt gemacht hat. Wir sind auf jeden Fall halt konfrontiert mit einem Gesetz, das den Religionsunterricht aufschafft, obwohl eigentlich als Feigenblatt zu tarnen und gesagt wird, der Moral-X-Unterricht wird ja auch aufgeschafft, aber wir schaffen etwas ganz Neues. Ich meine, noch die Diskuren, die bis hier hergesehen, weisen, dass eigentlich ob die Logik herabfällt. Es geht hier um die Aufschaffung des Religionsunterrichts, es geht um eine weitere gesellschaftspolitische Reform von dieser Regierung. Und wir werden auf jeden Fall als nicht verschließen, was Reformen angeht als ADR. Das machen wir nie. Wir hatten auch beim Religionsunterricht, hat man durchaus Ideen gehabt, wie das hat können schulorganisatorisch auch nicht machen. Es gab viele Klassen, die kein Religionsunterricht hatten, zum Beispiel. Es gab nicht genug Enseignanten hier ans Dorf, für den Religionsunterricht zu halten. Das heißt, es wäre schon eine Möglichkeit gewesen, eine Reform vom Religionsunterricht, vielleicht doch von der Moral zu machen, aber eine Aufschaffung davon wäre für uns auf jeden Fall nie erfolgend. Der Religionsunterricht, an das wird nur proposiert, dass der gemeinsame Werteunterricht zu grundverschiedenen Aussätzen, eine grundverschiedene Methodik. Und es kann nicht nur nicht gehen, also in den neuen Werteunterricht, den eigentlich schon den ganz kurz eine Überfläche, eine summarische Beschreibung von Religionen gibt, die gegen Leute noch probiert, neutral zu sehen, vielleicht zu gut laizistisch, das ist auch nicht ausgeschlossen, die können Logik in einen Religionsunterricht ersetzen. Nein, der Religionsunterricht hat ein ganz anderes Ziel. Wie gesagt, er stellt einen Sinn vor am Leben, eine von der moralischen Verantwortung vom Mensch, eine von dem, was als der Mensch auf ganz andere Manieren wie den Haie-Kur. An der Belschko wird auch so ein Kur, der angefeiert genauso in einer gewissen Zeit, für die den Haie-Haut diskutiert wird. Und du gehst zu Recht, Heinz, du gesagt, ein bisschen ob ein persiflierend Manier mit wäre Kur de rien. Und ich meine, das Risiko, dass man hier eine Kur haben, die eigentlich nicht an der Tief behandelt, mit dem sie auch hier konfrontiert. Froh stellt sich, ob nicht hier soll rum ein bisschen Dekonstruktion gemerkt geben, von allem, was die Identität von Mensch eigentlich ausmacht, das, was dem wichtig ist. Nation hat man gesehen, Familie, die eigene Identität, an eben auch Leute glauben, alles das als Zielscheife einer Regierung, die sich eben so reformen, als Hauptziel gesagt wird. Bei uns gehört Religion an den öffentlichen Raum. Das ist gar kein Zweifel. Also so, dass die Glauben wohl privat, dass Religion nicht sie als öffentlich, an der wir nicht durchgehen an den Staat, an einer totalitären Approche, an Konkurrenz setzen zur Religion, wie eine Kompetition, um den öffentlichen Raum zu feiern. Das ist ein bisschen ein Defizit vom Laizismus. Er will Religion verdrängen, an Platz, an einer toleranten Approche, einen Platz für Religion und Religionsfreiheit als Menschenrecht zu garantieren. Hier ist eine Verdrängungsideologie der Fall. Eine totalitäre Kehr an einer Idee, wie zu so, wir als Staat, wir reklamieren für unser Wertemonopol, aber wir verdrängen das Reliés. Das ist auch ein politischer Hintergedanke. An der Religion als auch ein ethischer Kehr, den vielen Zielsetzungen von dieser Regierung am Fong widerspricht. Und es geht eigentlich auch darum, wenn ein Trillion will aufzusetzen setzen, wie eine Form von ethischer Opposition, vielleicht am weiten Sinn von politischer Opposition zu schwächen, an Diskussionen zum Beispiel um den Wert vom Leben an der Gesellschaft, um Auftreibung, um Euthanasie, um homosexuelle Bestätigung, wie ein Trillion allgemein bekämpft. Die bekämpft eine ethische und politische Opposition zu einer bestimmten Politik. Wir können hier auch über den Wert von der Religionsbildung schwätzen. Heinz, du hast heute eine Karikatur von Religion hören. Ein Zitat für das Christentum hier als etwas durchzustellen, was das nicht ist. Das Neue Testament ausklammert. Natürlich geht es an alle Religionpassagen, die ich kann zitieren. Aber dann, wenn ihr das möchte, dann darf ich aber auch nicht das vergessen, was die Wiese vom Christentum auf dem Neuen Testament ausmacht. Die Message von der Leif zum Feind, den die gekreuzigt, also sieht nach Papp vergiffen, weil sie wissen nicht, was sie machen. Auch das als eben ein Teil von der Religion und etwas extrem Positives. Aber lass mal nicht etwas hier durchstellen, weil sie nicht kann. Wir haben hier wir haben hier Argumente für den Religionsunterricht, die kaum diskutiert gehen. An die Argumente für den Religionsunterricht, das ist Bildung, Freiheit und Toleranz. Das sind Werte, die allein schon für den Religionsunterricht schwätzen. Bildung, weil als ganze Gesellschaft, als Geschichte, wie sie von unserer jüdisch-christlichen Gesellschaft hier an diesem Teil von der Welt, die basiert auf der Religion. Zu gut Humanismus, zu gut Abklärung, zu gut, wenn sie sich gehen,
d'Erscheinungsformen von der Religion gewandt haben, an ihrer Philosophie, wäre nicht denkbar gewesen, ohne ihr christliches Menschenbild und der Basis von diesen Bewegungen. Auf wen Haut hier geht, an der Religionsunterricht raushält, mit allem, was denn als Reichtum hat, an Kunst, an Literatur, an so viele Bereiche von unserer Gesellschaft, die reduziert haben nur als Bevölkerung auf eine Form von religiösem Analphabetismus, den sich auf ganz viele Domänen an der Gesellschaft ausweitet. Ein Minikur über Religion kann das nicht ausgleichen. Das ist ein Stück Freiheit. Weil wie sieht, dass der Staat aus einer Verdrängungsphilosophie, die ich hier drüber beschrieben habe, Recht hat für ein Wertemonopol für sich selber zu reklamieren. Nach neu gesehen wir das, was denn das Regierung konsequent möchte. Für kleine Mund sollen keine staatliche Strukturen, für kleine Mund sollen keine nur Vorstellungen vom Staat andoktriniert gehen, anzugehen, an eben Konkurrenz, das christlich, das kirchlich, das jüdisch, das muslimisch, wie auch immer, soll ausgeschlossen gehen aus einem Monopol, den der Staat sich an einer Arroganz zu mir ist, die ihm nicht zusteht. Die kriegen so ein Hai, dann die Älteren, natürlich schon, sie trägt mir alle Kinder von auf. Mir wird man hier hin, das ist der zentrale Punkt an der Argumentation. Wenn wir verstoßen mit diesem Gesetz, das Regierung proposiert als ein Gesetz, wird positiv, absolut gegen ein Menschenrecht verstehst, gegen ein, was wir als Lützebüsch ratifiziert haben. Und das ist der Protokoll additionell von der Convention des Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, durch den Protokoll 11 amendiert. Und die sieht ausdrücklich, dass der Staat an den Funktionen, die ihn hat, an den Domänen von der Education auf dem Enseignement, das ist ganz klar der Bereich von der öffentlichen Schule, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques am Kader von der öffentlichen Schule. Das ist der Sinn von einem Protokoll, den Eis bündet. Du gehst so in die Gringe an anderen Schengen, die da sitzen und ihre Stellung nehmen. La séparation des élèves en raison de la conviction religieuse ou philosophique de leurs parents pose un risque inutile de fomenter une ségrégation sociétale en la matière. Den exakten Contraire von einem Menschenrecht, zu dem wir uns als Lützebüsch verpflichten. Das ist die Situation, die Debatte, die wir heute feiern. Auf der einen Seite, die Parteien, die so wir respektieren, Menschenrecht, das Freiheit, Recht auf Bildung, Recht auf viel. Das ist eben halt der DDR an eben auch CSV. Und dann die anderen, die sagen, nee, wir verstoßen gegen das Menschenrecht. Und da können wir nicht d'accord sein. Et das ist ein Stück Toleranz. Deine Regierung schwätzt dauernd heute von Multikulti, von Diversität, meine Welt für eine Ersatzreligion. Wenn ihr aber darauf bucken, die Diversität an den Schulen zu auch zu ermöglichen, dann gilt das auf einmal nicht mehr. Und das ist doch auch ein Problem für Kredibilität von unserer Regierung. Ist da nicht Schule auch ein Platz, wo ich kann Diversität in einer Gesellschaft erleben? Ich will aber auch sagen, dass Argumente, die muss zusammenfeiern und nicht trennen. Das ist nicht falsch. Es ist eine Pertinenz am Resonement von der Regierung. Das geht nicht gern so. Wir sind also auf der falschen Platz. Eine Gesellschaft wie uns, die auf Integration basiert, die soll zusammenfeiern. Aber sie soll das nicht am Religionsunterricht machen, wo ein Menschenrecht sieht, dass die Überzeugungen, die ein Mensch hat, muss können frei gelieft gehen, auf verschiedene gelieft gehen. Aber es soll eine Kurveninstruktion civik gemacht werden, denn das garantiert auch vieles von dem, was die uns heute an einem Kurvier-Société proposiert. Das gehört nicht an den Satz für Religionsunterricht. Das gehört dann ein ausgebaut die Kurve und Instruktion Civique, die soll einer Immigrationsgesellschaft eine neue Basis für ein Zusammenleben ermöglichen. Und auf dem Weg werden wir mitgehen, aber nicht auf dem, was ihr als Haut heute proposiert, der Weg von der Intoleranz. Wir wollen als ADR, weil schon leider, haben die gesagt, das ist ein flottes Sujet, mit 10 Minuten, dafür will ich aber nach ein paar Sachen ganz kurz sagen. Und das ist das Enseignant. Die Enseignant, die hätte verdient, ähnlich besser behandelt zu gehen. Wir erkennen ohne alle vor, die in dieser Region möchte, wie sie die jemand zu behandeln, aber es geht allein sie nicht durch. Und da fordern wir die Regierung, ob wir weiter Erfahrungen zu machen, für diese Leute eine adäquate Zukunft zu gehen. Und dann eine weitere Bemerkung, Wir nachher kurz illustrieren, wie intolerant verschiedene Parteien hier argumentieren. Ein Vertreter einer demokratischen Partei hat an dieser Debatte gesagt, und nicht haut an der Chambre, mit schönen Referenzen, wie die Leute die interessiert, seine Partei ging zu sich vertreten, dass Religionsgemeinschaften weiterhin sollten die Möglichkeit haben, bausen der Schulzeiten einen eigenen Unterricht anzubieten. Du geht also ein heiger Vertreter von einer politischen Partei hin, als seht so gut, was Leute außerhalb von der Schulzeiten noch dürfen oder nicht dürfen. Wir wollen hier als ADR ganz klar so,
Wir wollen heute als ADR ganz klar etwas sagen. Die Religionsfreiheit als ein Menschenrecht. Der Religionsunterricht gehört an die öffentliche Schule. Nicht exklusiv. Mir selbstverständlich soll es auch Moralunterricht oder ein Alternativ geben für Leute, die nicht leben. Du hast überhaupt keinen Zweifel, keine Diskussion. Mir Religionsunterricht soll auch geben für den Islam, für die Juden, wenn sie an der öffentlichen Schule gehabt für was nicht. Es ist übrigens auch eine Möglichkeit für den Staat, eine Kontrolle auszuüben über die Mattbestimmung von den Programmen, über die Mattbestimmung von der Qualifikation von Enseignern an einer Situation, wo man doch erfahren sollen, mehr wie eine Radikalisierung an verschiedenen Segmenten von der Juren zu evitieren, wie man sie zu Esch oder auf andere Plätze kann tun, werden öffentlichen Religionsunterricht an der öffentlichen Schule ein Beitrag zu einer friedlichen Gesellschaft, an einem friedlichen Madeneen. Die Regierung ist klar nicht kapabel, das ist schon mit großer Begeisterung dem Herr Baudry nachgelauscht hat, weil Herr Baudry hat erstens konfirmiert, was wir gesagt haben. Und hat das gesagt, was wir für noch beschrieben haben, als eine Verletzung von einer internationalen Konvention, an keinem Wort aus einer Intervention, und konnte das relativieren oder vorstellen, dass was die Regierung möchte, nämlich, dass sie ein internationales Engagement von Lützburg nicht respektiert. Das Zweite. Dann hat meine Partei angeschwert. Meine Partei hat ein Wahlprogramm gehabt und hält sich absolut in die Wahlprogramm. Ich lese nicht viel, Herr Baudry, die sollten mich da aus dem Wahlprogramm lesen, das ist ein Interesse. Ihre Position hat geschwert, die da ist auch um Boden verurteilt. Den deutschen Text habe ich nicht dem abgerutscht, weil ich schon gedacht, Herr Baudry, weil ich kenne, dass er bestimmt noch kommt. Die ADR in der Frage des Religionsunterrichts, sie respektiert die Entscheidung der Eltern, das ist konform zum Droit International, und Schüler sowohl zugunsten des Religionsunterrichts als auch des Werteunterrichts entspricht sich daher für das gleichberechtigte Weiterbestehen beider Fächer an den Schulen. Also ich kann nicht garantieren, dass das Position von der ganzen Partei, das Position von allen Deputierten, die von den letzten Wahlen nun an dieser Chambre sind, dass das eine ehrliche, eine konsequente Haltung in der RDR, zu der wir stehen, an die wir anhalten. Und nicht an dem, was ihr gesagt habt, Herr Baudry, auch wenn es viel mehr geht, kann alles überzeugen, dass eine Regierung an einer Parteienlandschaft wie er, die immer von Multikulti schwätzt, also den Einheitsbrei probiert an den Schulen zu realisieren, dumm oder irgendetwas möchte, weil die Kinder sein Sozialavancé holen, die macht just den Kontra von Diversität.